Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in diesem Video. Heute möchte ich dir die Antworten zukommen lassen bzw. dich informieren, was die meisten Teilnehmer zu der Frage, wo hast du im Network Marketing die größten Probleme geantwortet haben. Ich kann vorab sagen, dass es für mich persönlich überraschend gewesen ist. Ich hätte mit einer anderen Antwort gerechnet. Und warum ist dies überhaupt für mich wichtig? Warum mache ich überhaupt diese Umfragen? Natürlich als Marketer, als guter Marketer, soll man immer wissen, wie die eigene Zielgruppe tickt und natürlich dementsprechend, um dort auch mehr besser zu werden, die Zielgruppe befragen oder halt, was natürlich auch im Internet sehr gut möglich ist, auch die Zielgruppe analysieren. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Das war ja unter anderem eines der letzten Videos, unter anderem zum Facebook Event Manager. Da natürlich sollten wir auch ganz klassisch auch im digitalen Zeitalter die Technik nutzen, um auch ganz einfach Umfragen zu erstellen und auch so seine Zielgruppe, die Probleme der Zielgruppe noch besser zu kennen. Und so natürlich kann man dementsprechend beispielsweise Content fabrizieren zu dieser Problematik oder zum Beispiel auch seine Ausbildung in dem Bereich optimieren, zum Beispiel im Bereich der eigenen Teampartner oder ein digitales Produkt zum Beispiel anbieten in diesem Bereich, um dort auch möglichst eine große Zielgruppe abzudecken und so weiter und so fort, um dazu nur eine Beispiele zu nennen. Ja, wo hast du Network Marketing die größten Probleme? Dazu gab es 145 Antworten, wohlgemerkt. Und mit großem Abstand, das hat mich persönlich gewundert, also mit über 50% war die Antwort Marketing, das neue Partnerkunden generiert. Warum ist das für mich persönlich überraschend? Nun, ich dachte immer, heutzutage Online-Marketing in Zeiten von ja, Facebook, Google ist eigentlich kein Thema mehr, Werbung zu schalten, müsste eigentlich jedem bekannt sein, wie man Kampagnen aussetzen kann. Und ich hätte eher gedacht, dass viele dort ein Budgetproblem hätten, ja. War so meine Vermutung gewesen, doch hier mit 11% lediglich, also gerade mal 16 Antworten, haben ja Probleme beim Budget für Marketing und dahinter 9% eine verlässliche funktionierende MLM-Firma. Ja. Dieser Punkt hier ist nicht zu berücksichtigen, weil hier jemand immer wieder meint, er müsste unter verschiedenen IPs immer wieder Werbung, siehst du auch den Link, Werbung machen. Und alles andere sind sonstige Antworten, kann ich dir auch gleich mal zeigen. Ja, hier nochmal kurz der Fragebogen und die Antworten. Ja, hier zum Beispiel, ich zeige jetzt nur dieses Jahr einen kleinen Auszug. Also hier siehst du bei Sonstiges die Antworten dazu. Ja, also natürlich meistens das, was bereits vorgegeben ist, Multiple-Choice-Fragen, aber auch hier neue Partner finden, ist ja eigentlich auch wieder letztendlich Marketing, neue Partner finden, Abschluss einladen zur Präsentation. Das schlechte Image des Network Marketings, auch sehr interessant. Auf diese Thematik kann man zum Beispiel vielleicht auch mal eingehen in ein Video oder auch vielleicht in einen Blogbeitrag, eine Kombination dessen. Möglicherweise könnte man auch, wenn dazu mehrere Anfragen kommen, speziell sogar einen Videokurs erstellen, wo man dann möglicherweise darauf ausführlicher eingeht, wenn es sich in dem Fall lohnt. Aber ich glaube, in diesem Bereich wird sich das eher nicht anbieten. Die nicht ernsthaften Netzwerke, okay. Also wie kann man zum Beispiel genau die selektieren, die mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich ernsthaft gewillt sind. Zum Beispiel meine Arbeitsweise ist es so, vielleicht weißt du, dass ich über Inbound Marketing arbeite, dass ich generell nur noch mit den Leuten telefoniere, die zu 50% der Wahrscheinlichkeit ungefähr schon eine Entscheidung für eine Zusammenarbeit getroffen haben, weil, wie gesagt, bei mir die Leute den Funnel durchlaufen, angefangen mit der Landingpage, dann die Präsentation sich ansehen und danach, dann, wenn sie dann immer noch Interesse haben und sich nicht schon selber vorher angemeldet haben, 70 bis 80% melden sich von selbst an, dass dann die 20 bis 30% der restlichen Leute damit mir Kontakt aufnehmen und dann, wie gesagt, schon in der Regel zur Hälfte zumindest eine Entscheidung getroffen haben. Also hiermit quasi ist diese Antwort schon beantwortet und ja, ich bin mehr 40 und kein IT-Freak, das ist meine größte Hürde, ich mache es trotzdem halt langsamer. Okay, also hier hatte eine andere vielleicht etwas Probleme beim Online-Marketing, der Einrichtung und so weiter, wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
Ansprache von Kunden, Kontaktangst, okay, zum Beispiel auch wieder bei mir in dem Bereich, wenn man im Marketing arbeitet. Ich bin selber auch mehr der introvertierte Mensch, der schüchterne Mensch. Und wenn ich dann zum Beispiel Leute von selbst anrufen oder die eine E-Mail schreiben nach einem Telefon oder ja, ein Telefongespräch bei dir quasi terminieren, dann ist auch ganz anders, als wenn du zum Beispiel Leute anrufen musst, ja, zum Beispiel deine Namensliste durchgehst. Ist ganz anders und dann braucht man zum Beispiel keine Kontaktangst haben. Ganz im Gegenteil, wenn dich Leute von selbst anrufen, wohlgemerkt über Inbound Marketing, dann sind diese Leute in der Regel in der Position, dass sie selber ängstlich sind, weil sie dann von dir etwas wissen wollen. Du drehst also dann den Spieß um und nicht wie das klassische Marketing, was meistens bei den Networkern gelehrt wird. Also auch hier kannst du so die Kontaktangst zum Beispiel ganz einfach eliminieren. Auch ja, eine verlässliche funktionierende MLM-Firma, das wird auch immer wieder beantwortet. Ja, das Problem hatte ich damals auch gehabt, hatte auch den Fehler gemacht, immer wieder eine Firma zu selektieren, die nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich ganz wichtig im MLM, dass man langfristig was aufbauen kann, weil eben auch die Dynamikentwicklung, das Momentum, bis dieses sich entwickelt, eine gewisse Zeit benötigt, eine gewisse Vorlaufzeit benötigt. Und deswegen muss eine Firma unbedingt länger funktionieren, um auch wirklich dort Step by Step ein großes Team aufbauen zu können. Okay, System, gut, das gibt es ja. Also, ich persönlich zum Beispiel verwende ein System, wie gesagt, im Marketing, habe darüber auch zum Beispiel einen Kurs, wo ich konkret alles vorstelle, wie ich dort genau arbeite. Also, es sollte auch kein Thema sein. Ja, weitere Fragen. Ich will mich im Bereich Bitcoin austoben, aber ohne großes Kapital anzulegen. Aha, okay, ja gut, wenn man hier in dem Produkt steht, ist es wahrscheinlich nicht das richtige Geschäft. Natürlich, gerade in dem Bereich gibt es gerade eine sehr große Hype-Welle. Ja, ich möchte zu der Thematik nichts weiter sagen. Ja, aber mein Englisch ist echt okay. Ja gut, gibt auch deutsche Firmen. Ja, muss ja nicht unbedingt ein englischsprachiges MLM-Unternehmen wählen. Ansonsten, okay, vielleicht mal einen Englischkurs besuchen, sich dort weiterbilden. Das ist wiederum ein anderes Thema, was jetzt mit Network Marketing eher nicht zu tun hat, sondern indirekt. Wie gesagt, gibt auch viele tolle deutsche Network Marketing Firmen. Sie muss nicht englischsprachig sein. Selbst viele englischsprachige Unternehmen haben eine deutsche Niederlassung und bieten dementsprechend auch deutschsprachige Seiten an. So viele Möglichkeiten und ich komme nicht weiter. Okay, hier hat jemand zum Beispiel wahrscheinlich den Überblick verloren, ist erschlagen von all den Angeboten. Ja, ging mir damals auch einmal so. Man kann natürlich letztendlich, wenn man wirklich erfolgreich werden will, sich nur auf eine Firma konzentrieren. Ja, zumindest kenne ich persönlich niemanden, der es geschafft hat, bei mehr als einer Network-Marketing-Firma gleichzeitig erfolgreich zu werden. Also mein Tipp, lasse dir dort ruhig Zeit, guck dir die Firma deiner Wahl an, selektiere auch dort für dich den Sponsor, also schaue dort auch, wer bringt die entsprechende Expertise mit, wer kann ich dementsprechend auch unterstützen. Also beispielsweise, ja, such jemanden nach Möglichkeit, der, wenn du nicht selbst die Präsentation zum Beispiel sprechen möchtest, nicht selbst deine Landingpages erstellen möchtest, dort nicht ewig erstmal investieren willst, bis du gute Conversion-Raten erreichst, wenn du nicht selbst das Follow-up erstellen möchtest. Dann idealerweise selektiere jemanden, der das dort idealerweise bereits dir vorgeben kann. Oder wenn du vielleicht erfolgreich werden möchtest im Direktvertrieb, wenn du Offline-Bereich erfolgreich werden möchtest, in erster Linie das Produkt erfolgreich verkaufen möchtest, vielleicht sogar strukturunabhängig erfolgreich sein möchtest, dann wähle einen Sponsor, der dort im Direktvertrieb sich gut auskennt, dich an die Hand nehmen kann. Ja, aber wie gesagt, lass dir erstmal Zeit bei der Wahl. Und sei in erster Linie überzeugt von dem Produkt, ja, als Kunde, sei selbst dein bester Kunde und dann treffe eine Entscheidung. Genau wenn du, falls du Mann sein solltest, wenn du dich für eine Frau entscheidest, triffst du auch eine Wahl und ja, hast nicht gleichzeitig zwei Frauen. Ja, und genau soll es auch ungefähr im MLM-Bereich sein. Man sollte dort für sich eine Entscheidung treffen und nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Matthias, ich schaue mir gerade dein Intro-Video an und ich muss sagen, dass der Preis in 60 Euro sehr fair ist, aber was mache ich, wenn ich die nicht habe? Gibt es eine Möglichkeit? Okay, hat jemand, er ist eigentlich traurig schon, dass ich hier lache, aber ja, also 67 Euro, wer das nicht hat, der würde ich allgemein empfehlen, im MLM-Bereich oder allgemein Selbstständigkeit vielleicht nicht zu starten. Ja, ich weiß,
Wahre Worte sind nicht immer schön, aber achte bitte dafür, dass schöne Worte nicht immer wahr sind. Auch MLM musst du irgendwo Marketing betreiben. Wie willst du später zum Beispiel deine Software bezahlen? Ja, du brauchst Online-Marketing, eine gewisse Grundausrüstung, zum Beispiel ein Hosting-Paket, ein E-Mail-Autoresponder. Also wenn dort nicht mal 67 Euro drin sind oder das schon ein Jahr nicht mal, Entschuldigung, ein Monat nicht mehr verfügbar ist, also ist ja eine einmalige Zahlung hier. Wie möchtest du später in Online-Marketing was aufbauen, wenn du sogar bei deinem Network-Marketing noch irgendwelche Abo-Chips hast, die du kaufen musst, sind da teilweise dort bei 50 Euro. Wie willst du dort dein Geschäft finanzieren? Also, Network-Marketing, dort mein Tipp, erstmal am besten Nebenjob suchen oder Hauptberuf suchen und dann nebenbei ein Geschäft aufbauen, aber ganz ohne Budget. Also 67 Euro ist wirklich, ja, wird in der Zukunft auch wahrscheinlich teurer werden, weil ich auch dort das Wissen an nicht zu vielen Leuten weiterleiten möchte. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch dort durch einen höheren Preis das Ganze verknappen. Also wie gesagt, Ratenzahlung 67 Euro geht leider nicht. Und ich habe auch noch nie einen Kurs gesehen, wo bei dem Preis eine Ratenzahlung verfügbar wäre. Ich glaube, es ist auch bei diesem Preis gar nicht möglich einzurichten. Aber wie gesagt, wer nicht mal 67 Euro hat, nicht böse gemeint, aber würde ich auf jeden Fall kein Geschäft empfehlen, sondern erstmal zumindest einen Nebenjob. Zeit fehlt, okay. Gerade wenn die Zeit fehlt, ist es ja ein Argument, mit Network-Marketing anzufangen. Gerade Online-Marketing bietet dort die Möglichkeit, mit relativ wenig Zeit, zum Beispiel wenn du PPC-Marketing machst, einmal dein System aufgesetzt hast, dass du dort noch wenig tun musst und trotzdem sukzessive neue Leads generierst und daraus letztlich nahezu automatisiert Partner gewinnst. Natürlich gibt es auch dort ein paar Rückfragen von potenziellen Teampartnern. Natürlich musst du auch später ein Team betreuen, da auch für Fragen deiner Teampartner zur Verfügung stehen. Also ganz ohne Zeit geht es nicht, aber du kannst ja nebenberuflich anfangen und dann vielleicht irgendwann bei deiner hauptberuflichen Beschäftigung, in der du dann wahrscheinlich bist, wenn du keine Zeit hast, dann langsam in Teilzeit beispielsweise gehen und so irgendwann dein Network-Marketing-Geschäft dann Step-by-Step weiter aufbauen und irgendwann dann dein Business hauptberuflich betreiben. Ja. Ganz ohne Zeit natürlich geht es hier auch nicht. Ja, wer eine gute Figur haben möchte, der muss dafür auch Zeit investieren und nicht nur im Fitnesscenter schwitzen für, sondern ja, muss auch, wie gesagt, dort ein bisschen Zeit aufbringen, genauso auch hier Network-Marketing. Ja, also wie gesagt, Zeit fehlt natürlich jetzt sehr weiter Begriff. Wie viel Zeit fehlt, müsste ich jetzt wissen. Aber wie gesagt, man sollte zumindest 2 Stunden täglich in sein Geschäft investieren können. Ansonsten muss man auch hier ganz ehrlich sein, trotz Digitalisierung und so weiter, es ist schwer, ein Geschäft realistisch im Network-Marketing nebenberuflich aufzubauen. Also 2 Stunden am Tag sollte schon investiert werden können. Ja, Budget-Marketing, gut, also ich habe jetzt nichts weiter gesehen, ich schaue mal hier noch runter, hier hat jemand, wie gesagt, immer wieder meint, hier seinen Link mal weiter zu platzieren, ja, diese Person hat offensichtlich nicht verstanden, dass Spamming nichts mit Marketing zu tun hat, ja, hier schon wieder dasselbe, also wie gesagt, es gibt doch immer überall schwarze Schafe, aber hier ist noch was, wie sagt das nicht, achso, wieder wahrscheinlich dieselbe Person. Ja, genau, und deswegen hat es sich auch hier eingetragen. Ja, also ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Wie gesagt, das waren so einige Fragen, die ich hoffe, ich auch beantworten konnte bereits in der Mail. Ich habe, ja, ich werde noch in Ruhe gleich nochmal auch die Fragen durchgehen, weil jetzt nur ein Teil von 2017 wird man auch noch die Zeit davor die Fragen ansehen. Aber vielleicht auch für dich, für einen anderen von euch, auch vielleicht hier kurz eine Antwort auch. Ja, zu den häufigen Problemen, warum kommst du im Network-Marketing bisher nicht voran, dass einige Fragen auch hier von mir beantwortet werden konnten. Wenn du vielleicht noch weitere Fragen dazu hast, warum kommst du im Network-Marketing bisher nicht voran, kannst du auch gerne unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlassen und ich werde darauf antworten. Und ja, wie gesagt, wenn das doch umfangreiche Fragen sind, werde ich dazu vielleicht auch gegebenenfalls noch mal extra ein Video erstellen oder ja, oder und einen Beitrag, einen Blogbeitrag verfassen. Oder vielleicht auch, ja, manche Antworten. Jetzt zum Beispiel kann man vielleicht auch später irgendwann einen umfassenden Coaching-Kurs erstellen mit vielleicht mehreren Videos, um dann vielleicht nochmal detailliert dort für das Problem eine Lösung anzubieten. Doch das ist zumindest von meiner Seite aus jetzt nicht geplant. Kann man vielleicht in einem bestehenden, zum Beispiel im Bereich MLM Inbound-Profi vielleicht gegebenenfalls integrieren. Doch ja, werde ich mal schauen in Zukunft. Aber das erstmal dazu.
Okay, das war's in diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Zeichen und ja, wie gesagt, bei Fragen, lass mir gern unterhalb des Videos einen Kommentar. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.